AMZ Stars, Best Quality Podcast for German Market. Ja, herzlich willkommen zum allerersten Podcast mit mir. Ich bin Daniel. Timo hatte ja schon am Anfang angekündigt, dass er den Podcast nicht ganz alleine machen wird. Jetzt hat er, glaube ich, 10 Folgen oder so schon gemacht, weil ich einfach zu langsam und zu faul war. und ich bin auch nicht so die Riesenrampensau wie er, aber ich werde mich bemühen, dass ich es genauso cool mache wie er. Ich bin mal gespannt. Genau, ich bin bei AMZ Stars, bin ich der Sales- und Support-Manager. Das heißt, ich bin auch der, der die Beratungsgespräche mit euch macht, wenn ihr zum Launch-Service irgendwelche Fragen habt, bevor ihr den buchen möchtet und so. Ja, und mir fällt auf, dass viele von euch Fragen haben zu, wie gehe ich denn nachher dann mit den Testern um, beziehungsweise wie bringe ich die dazu, mir eventuell ein Amazon-Review zu hinterlassen. Jetzt ist es ja so, dass unser Launch-Service das nicht beinhaltet. Also wir haben ja früher Bewertungen verkauft, das tun wir nicht mehr. Wir sind jetzt ein reiner Launch-Service, das heißt, ihr könnt eure Produkte über uns günstiger hergeben und so generiert ihr Sales. Und zusätzlich bekommt ihr dann von den Teilnehmern auch noch ein Feedback zu eurem Produkt. Das ist auch am Anfang ganz cool, wenn man irgendwie vielleicht noch gar nicht weiß, oh, wie kommt es denn an und so, und vielleicht kann ich noch irgendwas ändern und vielleicht, keine Ahnung, meinem Supplier mal auf die Füße treten, dass das und das irgendwie besser sein muss. Ja, und wenn dann so ein Feedback natürlich gut ausfällt, dann hätte man das natürlich verständlicherweise auch gerne als Review auf Amazon stehen. Ja. Und dafür habt ihr ja die, was heißt dafür? Ihr habt einfach die Möglichkeit, die Teilnehmer zu kontaktieren, weil sie das bei uns bestätigen, wenn sie den Code anfordern. Ihr dürft mit ihnen zu eurem Produkt in Kontakt treten innerhalb von 4 Wochen. Ja, das könntet ihr jetzt theoretisch dazu nutzen, denen dann zu schreiben und zu sagen, hier, vielen Dank für dein super geschriebenes Feedback, freut mich total, dass du Spaß an dem Produkt hast und dass es dir gut gefällt und wir sind ja ein kleiner Händler und ja, hier, bla bla, wäre total nett, wenn du dein schön geschriebenes Feedback auch noch auf Amazon allen Leuten zugänglich machen könntest als Rezension. Ja, in den Beratungsgesprächen erzähle ich das denen, also unseren Kunden, also euch, Verkäufern, auch genau so. Viele sagen dann, ja, habt ihr da nicht irgendeine vorgefertigte E-Mail, die wir dann vielleicht rausschicken könnten? Nee, haben wir nicht, weil dann würden die Tester ja von allen Verkäufern die gleiche Mail bekommen und das wäre bestimmt nicht förderlich. Auf jeden Fall habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir euch trotzdem weiterhelfen können und mir ist dann eingefallen, dass es ja in unserer kleinen Community in Deutschland mittlerweile einen super coolen Dienst gibt, der genau so, eigentlich so einen Kundensupport und solche After-Sales-Marketing-Geschichten anbietet, und zwar heißt dieser Dienst Enida und ich freue mich jetzt total, in meinem allerersten Podcast die Gründerin und Chefin von Enida, Nadine Eich, da zu haben und ein, ja, hoffentlich für alle interessantes und cooles Gespräch mit ihr zu führen. Hallo Nadine. Hallo Daniel. Ja, schön, dass du in meinem allerersten Podcast mein Interviewpartner bist. Wir haben uns ja letztes Jahr sogar in Hamburg kurz kennengelernt. Das finde ich dann immer toll, wenn man dann irgendwie solche Verbindungen hält und du passt einfach genau richtig jetzt gerade für diese Frage, die irgendwie mir ständig wieder gestellt wird, wie gehe ich nachher mit den Kunden um? Aber stell dich doch vielleicht einfach erstmal vor, falls dich wirklich jemand noch nicht kennen sollte. Irgendwie, du bist ja auch mittlerweile recht bekannt in der Community. Aber für diejenigen, die noch nicht genau wissen, wer ist denn Enida und die Frau dahinter, erzähl doch mal. Sehr gerne. Also Enida ist eine Agentur für Amazon Seller, die sie bei den Kundensupport und jeglichen Listings und sonst etwas unterstützt. Mhm. Wir haben den besonderen Fokus darauf, dass wir Bewertungen erzeugen wollen durch unseren guten und sehr kulanten Kundensupport. Und das funktioniert auch ganz gut. Und auf dieser Basis habe ich das Ganze aufgebaut. Witzigerweise ist es dann ja auch letztes Jahr noch dazu gekommen, dass in Deutschland viele Sachen verboten wurden, nachdem das in Amerika verboten wurde. Also genau. Mhm. Also diese Produkttester-Geschichte. Und seitdem mache ich Kundensupport mit Fokus auf Bewertungen.
Und das läuft ganz gut. Wir haben im September letzten Jahres angefangen und wir haben ein kleines Team von ungefähr 10 Leuten. Ich habe 2 Teamleiter und ich zähle mich auch dazu, also 3 Teamleiter und genau. Es wächst stetig. Sehr, sehr gut. Das ist genau das, was wir nämlich ja eben, also wissen ja auch die meisten, wir von AMC Stars haben eben früher Bewertungen verkauft. Und das tun wir ja nicht mehr und sind jetzt einfach ein reiner Launch-Service. Man kann aber trotzdem ja die Chance nutzen und also die Chance, die wir bieten, dass die mit den Kunden quasi in Kontakt treten können und dass die Kunden auch ein Feedback hinterlassen, ist eben ja eine Chance zu einer Bewertung. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, wissen viele nicht so ganz genau, wie sie da jetzt am schlauesten rangehen. Und ja, also vielleicht hast du ein paar Tipps oder kannst auch erzählen, wie ihr da so vorgeht oder wann es vielleicht auch mehr Sinn macht, das wirklich an euch auszulagern? Und ja, schieß doch mal los. Okay, also aus meiner Erfahrung, ich sitze hier in einem Coworking Space mit auch ein paar Amazon-Sellern, die auch bei euch das Ganze gebucht haben, euren Service. Und ich höre die ganze Zeit, also oft höre ich entweder dieser Typ, ist voll unfreundlich, es kann auch passieren. Also dann, natürlich sagen die nur dann was, wenn irgendwas Schlechtes ist. Also es ist nicht wirklich immer so, aber das ist ja generell so, dass Menschen nur was sagen, wenn irgendwas Negatives passiert. Das so. Stimmt, ja. Und dann sitze ich da und denke mir, ja, okay, und die Jungs wissen dann auch nicht wirklich, wie sie antworten sollen. Und ich sage halt immer, strike them with kindness. Also komplett super nett, super freundlich sein und dann wird derjenige, auch wenn das schwer ist in dem Moment, wird derjenige auch ein bisschen runterfahren. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Kunden, der mir geschrieben hat, er wollte gerne ein Listing von mir haben. Habe ich gesagt, ja, leider gerade Listings, wir sind zu zweit, haben 14 Listings in der Pipeline, ja, 15 Tage. Und dann wurde er etwas frech von wegen, ja, das kann ja wohl nicht sein und dann müsste er halt meine Konkurrenz bemühen, habe ich gesagt. Bitte schön. Und dann habe ich geschrieben so, kein Problem, hier, die sind gut, die kann ich gut empfehlen und war dann total geschockt, weil er war wirklich frech zu mir, ne? Also auch ohne Tschüss und alles. Und also man merkt aber im Endeffekt, ich schrieb mir dann, Nadine, ich muss dir eins lassen, du machst das wirklich gut. Und das soll jetzt kein Selbst irgendwie Lob sein, sondern es ist einfach dieses ganz einfache Prinzip, wenn jemand dich böse anmacht, oder was sagt, einfach komplett doppelt so freundlich sein, auch wenn das schwer ist. Das ist manchmal wirklich schwer, ja, muss ich gerade mal kurz sagen. Also gerade die Tester, wie du das vorhin gesagt hast, sind wirklich manchmal extrem fordernd. Und genau. So, also das erlebe ich ja auch. Also wenn es ganz oft so, dass mein Gutscheincode nicht funktioniert, ja, mein Gott, das ist ja jetzt nicht schlimm und auch gar nicht böse gemeint vom Seller oder von uns. Aber dann schreiben die richtig, ja, das ist ja wohl eine Frechheit, der Code geht nicht, schick mir gefälligst einen neuen. Und da muss ich schon sagen, also da dann gemütlich nett zu bleiben, ist schon für manche, klar, das ist, ja, muss man können. Also in diesem Zuge, ich kann das natürlich komplett nachvollziehen. Ich glaube, ich kann das auch nur, weil ich es einfach schon jahrelang mache. Weil, ja. Du hast, glaube ich, Psychologie studiert, ne? Hab ich genau. Ja. Also ich habe Psychologie studiert und habe 5 Jahre lang in einem internationalen Online-Shop gearbeitet und auch, ich war Beschwerdemanagerin. Aha, okay. Das war super. Genau. Ja, dann hast du ein dickes Fell wahrscheinlich schon. Ja, man übt das. Aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn man der Gründer ist oder so, man sieht eine schlechte Bewertung oder irgendeinen dummen Kommentar, dass man dann direkt zurückschreibt, total offensiv wird, so, ja, du kannst mich auch mal und ja, hier ist dein dober Rabattcode. Aber stattdessen solltest du vielleicht lieber zurückschreiben, lieber Tobi, Smiley, entschuldige bitte, hier dein neuer Gutscheincode, ich hoffe, du genießt die Sonne, viele liebe Grüße aus Berlin oder sonst wo du sitzt und dann dein Name. Und dann wird derjenige sich total schlecht fühlen, dass er so fies war. Und schreibt dann, ja, okay, danke. In den meisten Fällen. Oder, oh, Entschuldigung und ja, danke, sorry. Auf jeden Fall, also das ist so der Punkt, wenn so Tester ein bisschen ausfällig ausfallen werden. Ja, einfach mit Freundlichkeit schocken. Komplett, ja. Also ich habe früher das einfach nur studiert, wie man mit Beschwerden umgeht. Und ich habe auch früher Guides geschrieben, wie du deinen Wunsch rauskriegst. Also wenn du jetzt eine Beschwerde schreiben würdest, wie du das kriegst, was du haben willst. Und ich habe Leute darin geschult, wie die Beschwerden aufsetzen, damit sie das bekommen, was sie haben wollen. Ach cool. Ja, also ich war auf beiden Seiten habe ich dann so geholfen. Auf jeden Fall.
das ist halt schon ganz gut. Gut, aber wenn man jetzt euren Service gebucht hat und man möchte diese Leute jetzt dazu auch aufrufen. Ja, aber weißt du, wie es läuft? Also weißt du das? Also die kriegen ja die Teilnehmer oder Tester, also wir nennen sie ja jetzt Teilnehmer, sind ja nicht mehr wirklich Tester, die schreiben ja dann ein Feedback. Also genau. Das sollen sie zumindest tun. Manche machen es natürlich nicht, die werden dann irgendwann gesperrt, weil, ja, ist ja nicht der Sinn der Sache, genau. Aber eben genau dann, was ist dann, wenn das Feedback gut ist? Ja. Wie geht man dann also, weiter vor? Also, was man dann macht, ist quasi einmal, lass dir eine bessere Anrede einfallen als Hallo. Gute oder Idee. Hi. Mhm. Sondern was Schönes. Ich zum Beispiel, ich bin ja ein sehr deutsch-englischer Mensch und ich schreibe oft Cheers am Ende oder so oder Good Day, Hey There, irgendwie sowas. Okay. Auf jeden Fall schreibt man dann erstmal eine schöne Anrede, sagen wir mal, wir sind in Hamburg, moin. So. Und dann schreibst du erstmal vielen Dank, dass du es überhaupt getestet hast und dass du Feedback abgegeben hast. Also jetzt, das ist jetzt kein Zitat oder so, ne? Das muss man natürlich ausprobieren. Dann könntest du zum Beispiel auch das zitieren, was derjenige geschrieben hat. Rein theoretisch könntest dann würde ich einfach argumentieren, warum das Produkt für dich so wichtig ist, zum Beispiel, weil viele einfach nicht auf die Qualität achten, viele anderen Händler, und dir das besonders wichtig ist und du bist ein digitaler Nomade und dir ist ganz bewusst, dass du jetzt diesen digitalen Nomaden-Rucksack verkaufst, weil dies und das und jenes und so. Warum unser Produkt? Einfach was Persönliches, und dann sagst du natürlich, ja, würde mir noch viel, viel mehr Freude bereiten, wenn du jetzt das Ganze auch noch auf Amazon hinterlässt. Link, ne? Ja. Und hier kannst du es machen, demjenigen das so einfach wie möglich machen. Und dann schreibst du einfach Copy-Paste, das passt schon, wäre voll nett. Und falls noch irgendwas sein sollte, also melde dich und viel, viel Spaß mit dem Produkt und wir sind da, wenn was sein sollte. Also auch signalisieren, dass du dich kümmerst und tu es dann auch bitte, wenn jemand ein Problem hat. Ne? Genau. Weil viele haben dann irgendwie so ein Postfach, also ich habe einen Kumpel, der hat ein Postfach, das quillt über mit über 4000 E-Mails, interessiert sich da gar nicht für, der sagt immer, ja, können dann nach Amazon gehen, wir das zurückzahlen. Ja, super. Nee, aber was wollte ich denn jetzt gerade fragen? Irgendwas wollte. Ach so, weil du hast ja jetzt so ein bisschen gesagt, wie man das schreiben könnte. Würdest du denn was Langes schreiben? Lesen die das? Oder hast du da einen Tipp, wie lange so eine Mail sein darf, dass die dann natürlich, dass die auch gelesen wird? Oder dass die Leute nicht sagen, oh, ist ja voll lange Mail, mir zu viel? Nee, auf gar keinen Fall zu lang. Also ich bin ein Freund des Minimalismus und ich würde daher auch sagen, bring es auf den Punkt. Nicht zu viele Füllwörter und zum Beispiel eine tolle oder eine wirkliche Freude würdest du uns, ne? Quatsch, wirklich Boss, kannst du rausnehmen. Also es würde eine Freude bereiten, wenn, bitte. Und einfach schreib, also ich mache das halt meistens so, ich schreibe erstmal was und dann nehme ich es mir nochmal vor und lösche alle Füllwörter raus. Ja, so, gute Idee. Alle. Mach ich auch. Also besonders zufrieden. Oder einfach so Dinge, du weißt, was ich meine. Aber das dann einfach so runterbrechen, dass es so wenig wie möglich ist. Ja, ist ein guter Tipp. Dann sieht es auch kürzer aus schon mal, ne? Wenn du die ganzen unwichtigen Wörter erstmal rauskickst. Ja, aber diese grobe Gliederung ist dann wirklich einfach Anrede, ist mir dafür bedanken, dann vielleicht oft was zu dir sagen, ganz kurz, dann aber auch einfach sagen, ja, es wäre toll, wenn du das Ganze auch noch hier copy-paste und nach Amazon. Und dann halt noch sagen, dass man helfen würde. Und am Ende denkt ihr auch eine coole Abschiedsrede aus. Also so, ciao. Wenn es jetzt irgendwie ein italienisches Ding wäre, würde ich oben ciao schreiben und unten ciao. Oder, ja, genau, cool. Ne? Gute Idee, ja. Also zum Produkt passend. Ja, genau, auf jeden Fall. Und auch zu dir passend. Also wenn du der Gründer von dem Ding bist, du hast ja schon Gedanken gemacht, warum du das unbedingt verkaufen willst. Du kaufst wahrscheinlich keine Knoblauchpresse, also schätze ich mal, wenige, die das hier jetzt hören, werden das tun, weil sie es einfach lieben, Knoblauch zu pressen. Und das ist natürlich, aber da könnte man zum Beispiel irgendwie liebe Grüße aus der Küche oder sowas schreiben, ne? Also irgendwas schön. Kreatives. Ja. Genau, und so, dass die eben auch nicht denken, dass du jetzt das irgendwie wahrscheinlich das Gleiche an alle schickst, ne? Könnte ich mir vorstellen. Also so, ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also ich werd ja oft gefragt, so, ja, hast du vielleicht irgendeinen Tipp für mich? Habt ihr da nicht so vorgefertigte Templates, die wir dann verschicken können? So, nee, haben wir nicht. Weil dann kriegen irgendwie die Tester
Ja, genau den gleichen Text von allen Verkäufern. Das wird sicher nicht, ja, ist bestimmt nicht gut. Ja, genau, also da würde ich auch von abraten. Setz dich mal vielleicht eine Stunde hin, überleg dir was, wenn du es nicht selber kannst, können wir es auch für dich machen, ne? Mhm. Und vor allem, wenn es irgendwie sehr, sehr viele Sachen sind, die da jetzt bestellt wurden, viele Rabattcodes rausgegeben wurden, dann kann das auch manchmal echt nervig sein und da helfen wir natürlich auch. Wir haben ja eine kleine Kooperation hier laufen. Einfach melden per E-Mail und genau, einfach sagen, woher du kommst und dann kriegst du auch noch Rabatt und dann passt das. Ja, stimmt. Also Nadine, der Code bei uns ist, glaube ich, Enida-Stars. Den müssen sie bei dir eingeben oder schicken die dir den per Mail oder wie ist das? Ja, einfach angeben. Angeben. Auch wenn man sich bei mir für ein Gespräch oder so einträgt, kann man den angeben oder eine E-Mail. Ich lese diese E-Mails ja alle, also weiß ich ja auch dann, worum es geht. Genau, und dann bekommt ihr 10%, stimmt das, ne? Richtig. Ich glaube, 10% Rabatt bei dir. Auf was? Auf die erste Leistung oder wie ist das genau? Genau, auf die erste Rechnung, die wir schreiben. Wenn es jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es wäre, dass wir alle anschreiben, ne? Also alle die Tester oder diejenigen, die das Produkt halt bekommen haben, dann wäre das diese Rechnung. Also wir machen es halt generell so, dass wir pauschal alle anschreiben und wir haben keinen Stundensatz, sondern wir haben einen Aktionensatz. Das kann man auch alles auf unserer Seite nachlesen. Mhm. Unser eine Aktion, also eine E-Mail, kostet 1,90 Euro. Und das ist halt auch für unseren Kundensupport so. Wir bleiben aber generell bei diesem Preis. Und wenn man uns auch den Kundensupport einmal bucht, ja, auch mit diesem Code jetzt, dann würdest du 10% auf das Enida Setup bekommen. Also das Enida Setup, das erkläre ich dann alles genau im Call. Das okay. ist auch. Und vor allem, wenn jemand sich jetzt dazu entscheidet, einfach sagt, okay, ich möchte meinen Kundensupport komplett an Enida abgeben. Ja. Und ich habe aber übrigens bei AMZ Stars, habe ich jetzt diese Sache laufen. Dann ist das auch kein Thema, dass wir da so eine Vorlage für ihn schreiben, für denjenigen. Mhm. Wir können generell diese Vorlage auch schreiben, wenn man sich einfach an mich wendet. Ja. Und wenn man da irgendwie denkt, ich habe zwei linke Hände, wenn es um Copywriting das geht. Das ist auf jeden Fall sicher was einige ganz gerne machen würden, weil, wie gesagt, also sie fragen mich oft, was soll ich denn schreiben? Und ja, dann schicke ich die einfach an dich weiter, wenn das nächste Mal so wieder jemand aus. Fragt. Genau, ich hatte, also was bei uns einfach auch sehr oft passiert ist, aus unerfindlichen Gründen gibt es, glaube ich, keine Charge Codes, die durchweg funktioniert. Ja, also es sind, egal wann, es sind immer irgendwelche Codes dabei, die nicht gehen oder die Tester kriegen es nicht hin, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sollen die sich ja dann direkt an die Verkäufer wenden und das kann man ja eigentlich vielleicht sogar nutzen, habe ich mir gedacht. Es kann ja keiner was dafür, wenn ein Code nicht funktioniert, ne? Aber man hat dann schon mal Kontakt zu diesen Käufern, ja? Und wenn man dem dann eben nett schreibt, kann man das wirklich vielleicht einfach umkehren, ne? Also, dass der vielleicht gerade beleidigt war, weil der Code nicht geht. Und wenn man dann irgendwie eben so, ja, nett schreibt, hier hast du einen neuen Code und vielleicht dann nachher sogar nochmal, hey, ich hoffe, das hat alles geklappt. Super Idee. Ja, also das ist das, was ich den Leuten immer so ein bisschen vorschlage und scheint auch gut zu funktionieren. Also, dass sie irgendwie so, ja, also dadurch dann zumindest gute Verkäufer-Feedbacks bekommen. Ne? Also mit dem Produkt hat das ja noch nichts zu tun. Ach so, genau. Wie macht ihr denn das? Es ist ja so, dass wenn ein Verkäufer-Feedback mit dem Produkt zu tun hat, kannst du es löschen lassen. Ne? Wenn es allerdings ein gutes Produkt-Feedback, schreibt ihr dann, hey, hast du an die falsche Stelle gemacht? Oder was macht man dann in so einem Fall? Man wendet sich an Amazon und lässt es einfach verschieben. Ach so, und das macht Amazon? Ja. Ach, gut, okay. Also das heißt, genau. da muss man gar nicht denjenigen nochmal belästigen, okay. Man geht einfach oben rechts auf Hilfe im Amazon Seller Central, kontaktieren sie uns und dann, ich kann es nicht auswendig, auf jeden Fall sucht man halt irgendwas oder Other oder so und dann kann man die ja anschreiben und die sind auch eigentlich sehr kulant und sagen, ja, okay, alles klar. Macht ihr sowas auch oder sollen das die Leute lieber selber machen? Ach so, also wenn jemand bei uns Kundensupport gebucht hat, machen wir das auch. Okay. Mhm. Ja. Habt ihr dann Zugriff auf den Seller Central? Genau, wir haben eine Benutzerfreigabe, eine sehr limitierte Benutzerfreigabe, beziehungsweise je nachdem, was derjenige gebucht hat, für auch zum Beispiel Promotion Codes.
erstellen sollen oder Ersatz versenden sollen. Dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Rechte, aber alle unsere Leute haben eine Zwei-Faktor-Verifizierung laufen. Also es wird sich niemand einloggen, der nicht dieses Handy hat, diejenige. Ah, ja, ja, verstehe. Genau, ist mir ganz wichtig. Mhm. Also diejenige Inida, ne? Das habe ich mal irgendwie noch auf dem Schirm, dass du immer eigene Leute den Kunden zuordnest, die dann da auch bleiben, gell? Richtig? Richtig, richtig. Du hast einen Ansprechpartner. Ja. Mhm. Ja, das ist super. Dann weiß man ja auch genau, mit wem man wie, wann, was zu tun hat. Das ist super. Gut. Das heißt, ihr könnt auch Gutscheincodes erstellen und neue zuschicken, habe ich jetzt gerade gehört. Das ist vielleicht auch was für den einen oder anderen, der jetzt ein paar mehr Produkte hat, nicht so verkehrt wäre. Ja, das machen wir auch. gut zu wissen. Genau. Dann wollte ich noch. Ach so, genau. Wenn ihr die Leute denn dann anschreibt, das darf man ja an sich nicht, oder? Ja, also man darf ja nur. Du musst es definieren. Wen anschreiben? Verkäuferfeedback. Anschreiben. Oder. Nee, genau. Also generell, wenn du einfach deine Kunden anschreibst, ja, das ist ja immer so das große Thema. Man darf nur eine Rechnung schicken und packt man dann in die Rechnung noch eine Bitte zur Bewertung dazu oder was macht man da? Ja, das theoretisch darf in Deutschland nicht einfach jemanden schreiben, außer eine Rechnung schicken. Und wie läuft das so rechtlich, wenn man jetzt euren Dienst nutzt? Sichert ihr euch da irgendwie ab oder was? Wie läuft das? Klar. Ja, natürlich. Also der Punkt ist ja erstmal, viele nutzen die Rechnungs-E-Mail und werden da dann die Bitte zur Bewertung inkludieren. Mhm. Das ist erstens natürlich nach dem deutschen Recht nicht in Ordnung und oder STGB hieß das, glaube ich, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und auch Amazon mag das gar nicht. Mhm. Witzigerweise, ich verstehe es nicht, weil eigentlich, ne, ist Amazon Quatsch, ja. Aber ja, weil das wären ja dann die ganzen verifizierten Käufe, ne, die eigentlich cool bewerten könnten, aber naja. Na gut. Mhm. Viele machen es aber trotzdem. Das merke ich ja selber, wenn ich bei Amazon kaufe. Und manchmal schreibe ich denen dann zurück so, hey Leute, das kann ich besser als ihr. Wollt ihr mich nicht buchen? Genau. Mhm. Aber nicht so arrogant, ein bisschen netter, ne? Ja, okay. Und aber nein, wie wir das dann machen. Sagen wir mal, du kommst jetzt zu uns und sagst, Nadine, ich möchte deinen Service buchen für meinen kleinen Shop, weil ich möchte einfach mal Urlaub machen. Ja? Mhm. Dann sage ich, kein Problem. Und dann frage ich dich, okay, pass mal auf, Daniel, möchtest du, dass wir dein Verkäuferfeedback beantworten, dein negatives Produkt, deine negativen Produktrezensionen löschen lassen und all so Geschichten. Mhm. Und wenn du mir dann sagst, ja, also Verkäuferfeedback, das hat hier meine Tante schon die ganze Zeit gemacht und das will ich auf jeden Fall beibehalten, dann sage ich dir, pass mal auf. So und so sieht die Lage aus, es ist nicht in Ordnung, wir machen das zwar, aber du musst es mir unterschreiben. Mhm. Und du sagst dann, ja okay Nadine, alles klar, ich möchte es trotzdem machen, dann kriegst du einen Vertrag von mir mit unseren AGBs, mit einer kleinen Klausel, die du ankreuzen musst. Also steht dann, wenn du das angekreuzt hast, dann übernimmst du die Haftung dafür, was wir machen. Also dass wir die Leute anschreiben und du befindest dich natürlich auf relativ gefährlichem Terrain. Mhm. Der Abmahnung, aber nicht, also du wirst jetzt nicht verklagt oder so, sondern es ist eher so eine Abmahngefährdung. Ja. Aber wie gesagt, also mir persönlich, und ich habe ja schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet, mir ist es bisher noch nicht passiert, dass jemand durch die Rechnungs-E-Mail irgendwie Probleme hatte. Hier noch vielleicht ein kleiner Tipp, falls du da draußen das schon machst mit der Rechnungs-E-Mail und du sagst auch so, nö, ich sehe das gar nicht ein, so ich will das noch beibehalten, dann mach es vielleicht ein bisschen, also ich würde es vielleicht einen Ticken runterfahren und nicht den Link zum Feedback posten, sondern einfach beschreiben mit Worten, wie sie das machen. Gehen sie einfach auf meine Bestellung und dann Verkäuferfeedback hinterlassen oder so. Weil Grund ist, ich habe mit Amazon telefoniert und Amazon meinte, ja, wir scannen das halt und dann fliegen die Leute raus. So, ne? Und wie genau das, also die Dame am Telefon hatte mir jetzt nicht gesagt, wie konsequent sie sind und wie dramatisch das dann ist, ob dein Account dann gesperrt wird oder so, aber es kann halt passieren. Und das ist ja natürlich super easy für Amazon, einfach diesen Link zu scannen und alle dann rauszuhauen. Und deswegen sage ich halt immer, beschreibe es einfach. Das ist dann, Ja, bis jetzt haben ja alle immer diese Amazon-Invoice oder EasyBill und sowas Services genutzt. Jetzt bietet ja Amazon das sogar, glaube ich, selber an, dass du Rechnungen direkt von Amazon schicken kannst. Würdest du es dann in so einem Fall lieber gar nicht machen oder ist das... Ja, wahrscheinlich ist es so neu, das habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen auf Facebook mal gelesen, dass das jetzt neu von Amazon auch angeboten wird. Also ich weiß dazu nur, dass
Also ich würde, also ich persönlich, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich würde eher Amazon Invoice nehmen, weil ich weiß, dass die nur das machen. Amazon tanzt ja auf Hunderten von Hochzeiten und die machen nur das. Und da hast du auch einen Ansprechpartner. Du rufst dann da an, das funktioniert nicht so, ne? Und wie bei Amazon, ob die da irgendwie darauf antworten, wenn irgendeine Mehrwertsteuer in Husumapuzzle nicht funktioniert, ist relativ fraglich. Ja, und also, aber generell, da würde ich es auf gar keinen Fall machen. So, ja, das ist ja dann total. Nee. Das spricht ja dann doch dafür, diese Dienste weiter zu nutzen, ne? Weil da kurz so ein Aufschrei losging, so, oh, die armen Dienste werden dann arbeitslos, da müssen sich was Neues überlegen. Ich glaube, auch wenn Amazon meinen Service ins Leben ruft, klar werde ich weniger Kunden bekommen, aber ich werde die bekommen, die mich wirklich mögen und die sagen, nee, ich bleibe die Nadine als Ansprechpartner und nicht irgendjemanden, der jede 3 Monate wechselt. Ja, sicher so. Ne? Genau. Also da ist, glaube ich, auch die Services werden dadurch nicht sterben. Ja, wenn man kompetente Ansprechpartner hat, bleiben die halt. Das stimmt. Ja, wie kann man euch denn finden? Wie ist denn die Webseite? Ist einfach enida.de, gell? Genau, also du kannst dir merken, wie enida sein. Ne? Okay. Also enida mit E-N-I-D-A. Cool. Genau, .de einfach. Wir haben momentan launchen wir unsere Seite neu. Also sie ist noch online, die alte, aber es wird jetzt alles neu gemacht. Mhm. Und dann kann man direkt sagen, ob man Deutsch oder Englisch spricht und dann passt das. Ah ja, stimmt. Ihr macht auch anderssprachigen Support, ne? Also Englisch auf jeden Fall. Wie ist das mit den anderen Marktplätzen? Also wir machen Englisch auf allen Marktplätzen. Mhm. Und wenn jetzt wirklich ein großer Fall ist, wenn sich jemand total beschwert und sonst was, haben wir halt Übersetzer im Team, aber wir haben das nicht ausgeweitet, weil, okay, pass auf, es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache persönlich nichts, ich werde auch nie etwas machen, was ich nicht beherrsche. Mhm. Und ich beherrsche kein Französisch, Spanisch oder Italienisch. Ich bin sehr gut in Englisch und Deutsch. Ja. Aber ich kann niemanden kontrollieren. Ich kann zum Beispiel meine Teamleitung Olga nicht hinschicken und sagen, Olga, guck mal, was die da schreibt. Mhm. Und das ist der Punkt. Und solange ich das nicht kann und niemanden habe, den ich zu 100% so sehr vertraue wie mir selber, wenn ich kontrollieren würde, der die Sprachen spricht alle, mache ich das nicht. Okay. Und zudem findet man auch virtuelle Assistenten sehr, sehr schwierig, die alle 5 Sprachen fließend sprechen. Ja, ja, ja. Also niemals so wirklich fast. Also ich habe erst eine getroffen, die es konnte, aber echt? Dann alle zahlt 5 Sprachen, sich. Wow. Ja, ja. Mhm. Jetzt hat man sich auch dumm und dämlich und ja, dann habe ich auch keinen Service mehr, ne? Weil jeder sagen würde, Nadine, du hast es nicht mehr alle. Und genau, und deswegen, also mir ist es auch voll wichtig, dass wir einen Ansprechpartner haben. Wir haben zum Beispiel jetzt auch jemanden, der hat super viele französische Anfragen. Mhm. Und da haben wir halt manchmal Glück, dass ich eine im Team habe, die halt perfekt Französisch, Englisch und Deutsch kann. Und die wird dem dann halt zugewiesen. Okay. Ne? Das ist aber einfach Glück, das ist nicht gewollt. Ja, verstehe. Ja. Wie groß ist denn euer Team? Nur so zum 10 Leute bisher, also cool. 10 freie Mitarbeiter und ein Junge, ein Kerl. Okay, und alles andere Mädels, ja. Ja. Cool. Mhm. Genau. Verstehe. Ja, also ich glaube, das war es jetzt so ungefähr von meiner Seite. Ich glaube, es hat auf jeden Fall vielen Verkäufern, wird das weiterhelfen, wie sie jetzt einfach danach mit dem Feedback, was sie durch uns generiert bekommen, dann vorgehen können, ja. Mir fällt noch ein, du hast doch irgendwie ein E-Book geschrieben. Ah, genau, da war was. genau. Ja. Magst du dazu noch was sagen? Klar, also das E-Book heißt der Bewertungsguide, der Amazon-Bewertungsguide. Mhm. Und da beschreibe ich eigentlich nur, wie man mit geilem Kundensupport, also gutem, sehr gutem Kundensupport, die Leute dazu bewegen kann, Feedback zu hinterlassen. Mhm. Und das merke ich ja tagtäglich. Ne? Also bei uns ist das sehr viel, also wir machen dauerhaft irgendwie Screenshots von Leuten, die dann schreiben, ey, super nett. Und weil in Deutschland ist es halt immer noch sehr, wie soll ich sagen, es ist nicht verbreitet, dass du so guten Kundensupport hast. Klar, hast du bei Amazon und Zalando und so guten Kundensupport, aber nicht so persönlich und so nett. Ne? Ja. Zum Beispiel habe ich einen Kunden, der verkauft also Babyprodukte. Mhm. Und Dann schreibt meine Assistentin auch immer so, ja, wie geht's denn der Kleinen mittlerweile, wie alt ist sie denn und so, ne? Und das, okay, süß. Das ist ja, das würde man niemals erwarten. Und die Kundin ist natürlich auch so eine Mutter, ne? Total emotional, total nett und so, oh,
wie nett sie ist. Und sie hätte ja jetzt auch das im Produkt weiterempfohlen an ihre Freundin in der Krabbelgruppe, keine Ahnung. Da hast so, du schwupps gleich ganz viele neue Freundinnen, ne? So genau. Deine Enidas. Richtig, aber das ist so die Philosophie. Wir haben also, sei echt, sei anders und sei ehrlich so auch, ne? Und, und vor allem auch sei hilfreich. Das ist ganz, ganz wichtig. Total, und, ja. Genau, das sind einfach 33 kleine E-Book-Seiten, die kann man sich mal reinziehen und mal überlegen, ob man vielleicht irgendwas ändern sollte, ob man der virtuellen Assistentin oder sich selber vielleicht mal ein bisschen Makeover gibt, was Kundensupport angeht. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil wir Deutschen wurden einfach nur bisher gedrillt dazu, immer sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre Nachricht und entschuldigen Sie bitte, die Unannehmlichkeiten zu schreiben. Das aber, am besten noch generiert, dass das direkt mal geschickt wird, ne? So, wenn du eine Mail kriegst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, lesen wir über diese Sätze mittlerweile drüber. Ja, immer. Deswegen, also in meiner Enida Academy für meine Mitarbeiter, also es ist dann auch einfach so, wenn ich das lese, raste ich aus, ne? Also das geht einfach nicht und ich möchte einfach, dass man Sachen liest, die jeder, also die man einfach nicht erwartet und vor allem dieses Under-Promise and Over-Deliver ist auch ein großes Thema in dem E-Book. Also gerne eintragen in unsere E-Mail-Liste und runterladen. Genau. Ja, das gibt's gratis bei euch zum Runterladen, oder? Ja, das ist alles kostenlos. Perfekt, auch einfach auf der enida.de-Seite einfach mal vorbeigucken. Lohnt sich. Danke. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das war es jetzt so mal von meiner Seite zumindest. Hast du noch ein Anliegen, was du gerne noch loswerden möchtest? Kümmert euch einfach so gut es geht um eure Kunden. Das ist nämlich euer größtes Kapital, genau wie eure Mitarbeiter. Diese beiden Punkte, Mitarbeiter und Kunden, sind das höchste Kapital, das du jemals haben wirst. Ja. Deswegen nicht vernachlässigen. Guter Tipp auf jeden Fall. Gut, dann danke ich dir, Nadine, und ja, einfach ja, in dem Sinne, bis bald. Ach genau, vielleicht können wir noch kurz sagen, bist du auf den Private Label Days, oder? Klar, natürlich! Ja, dann sehen wir zumindest uns auf jeden Fall da wieder und dann können auch, ja, die anderen dich mal kennenlernen, persönlich und so, ne? Sehr, sehr gerne. Okay. Ja, danke, Dani. Danke, ne? Spaß gemacht. Ja, mir auch, super. Dann vielen Dank, bis denn. Ja. Ciao. Tschüss.